Tagebuch Eintrag 2. Der erste Baum, den ich gefällt habe. Ey, ich weiß nicht, was passiert. Erfriere ich? Wir sind alle noch am Leben. Du wurdest vom Baum erschlagen. Nee, jetzt. Ja, nee, jetzt ja doch. Ja, du wurdest vom Baum erschlagen. Ach, das geht jetzt auch, oder wie? Ja, ja, schon lange. Geht ja nicht schon lange. Hunger und Durst. Wir sind doch alle normal. Seit mindestens 3 Jahren so. Doch, wir haben die Bewohner gefunden. Nein. Doch, Sam, ne? Böse Bewohner. Never. Naja, erschlagen konnte man nicht werden, aber man hat Schaden. Kann ich mein Tagebuch kurz was erzählen? Dankeschön! Nein! Erinnerst du dich nicht mal in der ersten Season? Aber habe ich dich, ja, wurdest du vom Baum erschlagen, glaub ich, draufgefallen bist. Nee, das Haus wurde zerstört. Ich habe nur Damage bekommen. Ja, und, ja. Und ich habe dich einmal mit dem Baum erschlagen. Nein. Oh, ihr seid ja voll im Roleplay, Alter. Ja, du machst es ja erst recht nicht, also brauche ich das jetzt auch nicht mal weiterzumachen. Wir haben es alle von Anfang an nicht gemacht, also. Ich schon. Ja. Wir können ja zwischendurch ein bisschen Roleplay machen. Ja, ist doch nicht, also, ist doch nicht ich, dabei. Ich mache auf jeden Fall mal Tagebucheintrag. Ich bin der Frank hier und PC in 1080p. Der ist auch so. Der ist ja manchmal Roleplay ist und dann redet er über den Server und so. Ach, hast du schon eine Bank gebaut? Okay, sonst hätte ich das gemacht. Leute, wir haben ein Problem hier. Ich bin begeistert, wie ihr mir immer zuhört. Holz. Auch noch ein Holz. Okay, erstmal Leute, lasst erstmal schlafen gehen. Ja. Wir haben nicht zugehört. Also ich hab dir zugehört. Achso, ja. Ich nehme mein Holz nicht vergessen. Du hast gerade über den YouTuber geredet, der diese Roleplay macht. Niki, mach das mal bitte hier rein. Aber wie bin ich gerade eben hierhin. Als erstes gestorben? Du hast vom Baum erschlagen. Hä, hey, du hast den Baum? Ich war von euch weg. Ja, du lag unter dir lag ein Baum. Du hast den Baum gebracht, du hast irgendwie umgefällt. Der ist auf dich gekracht. Du lagst unter dem Baum zerquetscht. Moin Leute! Du bist falsch rum. Christian Party. Immer bitte mitschlafen. Reifen 4. Das ist vom Entwickler so gemacht, Niki. Der erste Schlaf. Damit man Mann. Die Tür findet. Doch, das ist normal so. Nein! Ich hab meinen Holzkopf gerissen, aber... Jetzt geh schlafen, wir sind alle müde! Das ist gar nicht so. Das ist immer so. Nein. Garantiert nicht. Jetzt geht schlafen, ich bin müde. Ich und Sam oder Mo schlafen schon. Oh, jetzt schlaf ich auch nicht mehr. Warte, ich speichere kurz. Aufgeweckt. Ups. Schlaf jetzt. Jetzt Schimmer. Boah, ey, das war garantiert noch nicht so. Entschuldigung. Boah, Sam. Doch, Niki, damit. Doch, das ist extra so gemacht, damit man die Tür zieht. Nee. Was gibt's alles für. Bei Conan Exiles zum Beispiel ist das nicht so, bei Ark auch nicht so. Ja, es ist aber bei Ark, bei Forbes. So. Niemals, ne. Das war, wo ich auf meinem Server gespielt habe, war das nicht so. War auch schon vor 3 Jahren so. Du warst aber bei mir nicht. Vielleicht im Singleplayer nicht. Ich hab Koop gespielt mit Yoshi zusammen. Frag Yoshi. Habt ihr Stöcke? Ja. Oh, ist ja voll geil hier. Momo, ich brauch deine Stöcke. Ich hab keine Stöcke. Sam, ich brauch deine Stöcke. Ach, da oben, hier Stöcke. Ja, guck. Ich geb dir keine Stöcke. Wenn du da rein bist, das war schon vor ein paar Jahren so. Dings da, guck dir mal guck die Season 1. Oh. Momo, es war bei mir, aber nicht so. Bei mir war das schon immer so. Warum packt ihr das hier rein? Darum. Ihr seid echt klug, ne? Anstatt schon mal einen Stöckerhalter zu. Baumhalter zu bauen. Wieso? Die können wir ja erstmal hier liegen lassen. Die spawnen nicht. Man kann die hier einfach liegen lassen. Und die werden eh sofort verbaut. Wir brauchen jetzt keinen Holzhalter. Wir brauchen höchstens Stöckehalter. Mein Holzhalter. Ja. Hast du den wenigstens groß gemacht? Also man kann auch den größer machen. Keine Ahnung. Ich hab nur meinen. Hat der einen Stock? Nee, ich hab alle verbaut hier. Ja, Leute, das ein Problem Stock hier. Ich merke gerade das Problem hier. Und zwar Bäume. Momo fuckt mich wieder. Heul nicht rum. Ist das so? Ich hab halt recht. Wenn wir jetzt alle. Wenn's bei mir so war, kann ich das auch nur so sagen. Boah, halt die Schnauze einfach, Alter. Was heult denn hier jetzt wieder rum? Wir spielen jetzt das Spiel hier, ja? Das Spiel. Ja. Wir spielen jetzt und heute. Kein Update, nix. Das jetzt. Junge. Und mein scheiß Wagen hat sich umgedreht. Fick dich. Ich glaube, wir können die doch nicht bauen, Leute. Doch. Warum nicht? Wir sind genug Leute. Ich baue hier. Sehr knapp mit Holz. Also. Wir sind genug Leute, um Holz zu holen aus dem Wald. Leute, Ewigkeit. Ich ziehe in den Wald. Wenn jeder jetzt hier Holz holt und dann da hochträgt. Sam, was machst du da? Eine Foundation. Dann baut sich schon mal ein Haus. Ja, natürlich. Will er wohl, ja.
Ich hab's halt gern bequem, meine Eier brauchen Platz. Welche? Pass auf, ich lasse gleich den Berg runterrollen, dann kannst einer für Diana Jones. Wir brauchen auf jeden Fall eine Brücke dann darüber noch. Komm, das mache ich mal eben schnell. Okay, ich glaube, ich baue doch lieber hier unten, weil hier unten ist mehr Holz. Und hier ist auch ein kleiner Teich. Was aufgeschrieben? Ich schau mal nach. Quietsch! Also, wie sieht's jetzt aus? Wollt ihr eine Gemeinschaft haben oder soll jetzt jeder einzeln wohnen? Ja, eigentlich gesagt Gemeinschaft erst. Aber. Also in alles in einen, ich würde sagen alles in einem Zaun. Weißt du? Ja, so groß wird der Zaun aber niemals. Ja. Wir sind 4 Leute, wir können richtig schnell Holz machen. Nur das Problem ist, das Holz da hoch zu bekommen. Eigentlich müssten wir eine Etage weiter unten bauen, Momo. Und zwar hier unten, wo Sam ist. Lol, was hast du denn hier gebaut? Eine Foundation, immer Alter, noch. What the fuck? Ja, Sam hat schon das Grundwerk für unser Haus gebaut. Okay, ja. Hier können wir bauen, hier unten ist besser als da oben. Da oben könnte man vielleicht ein paar Stützpunkte machen, die nicht so viel Holz kosten. Aber grundsätzlich erstmal hier unten, weil hier unten noch ein Weidenallee ist. Pass auf, dann besorgt euch mal so einen scheiß Wagen, denkst du. Sam, komm mit, wir holen jetzt Holz. Nee, ich sorge jetzt erstmal dafür, dass wir genug zu fressen haben. Oder so, ja. Gute Rollenverteilung! Stöcker, ne? Immer Stöcker mitnehmen. Das ist das Wichtigste. Hab mir mein Papa immer gesagt. Ein Waschbär! Komm her, du kleiner Ficker. Ah, okay. Haben wir hier eigentlich mehr oder so? In der Nähe? Das Problem ist, Natürlich haben wir mehr in der Nähe. Natürlich fängt es an zu regnen. Oh, wenn es regnet, super. Pass auf, ich baue dann gleich mal so einen Schildkröten-Dingsbums-Halter für Wasserregen machen. Das größte Problem wird trinken sein. Ah, weil wir sehr... wieso? Da ist doch direkt so ein kleiner Teich. Ja, aber ist nicht gesund. Ist nicht gesund, daraus zu trinken. Es ist nie gesund, aus dem Teich zu trinken. Aber Hauptsache irgendwas. Ja, fürs Erste ist ja gut, aber... für immer sollte es nicht sein. Ich habe einen Plan. Und zwar hier oben könnten wir eigentlich auch die Dings hin machen, die ganzen Wasserbehälter, oder? Oder erstmal hier. Guck. Essen. Das. Ach, da fehlt ein Stein. Hat jemand einen Stock? Brauchen einen Stock. Da fehlt ein Stein. Stock, Sam, Stock. Ach, fehlt immer noch ein Stein. Sam! Was denn? Stock. Super. Haben wir wenigstens was zu trinken. Ich brauche hier unten bei Holz machen. Hat jemand Zeit? Na, ich schmeiß mir einfach kurz was auf den Grill. Hier sind echt zu wenig Bäume. Ja. Momo hat recht. Mit aber einer Holzkarre können wir da mal was machen. Ja, aber weißt du, wie ätzend das ist? Das war auch schon, ich habe mitten im Wald gelebt und das war schon ätzend, immer Holz zu holen. Wollen wir doch nicht da bauen? Der Karre, ich hatte 3 Karren oder so. Wenn wir nicht da bauen sollen, dann sag es. Also, ja, mir gefällt es auch nicht ganz, muss ich sagen, wirklich mit dem Holz. Das dauert sehr lange. Sehr, sehr lange. Ja, ich glaube, alle guten Locations haben keine Bäume. Doch, nein. Gelungen. Also, es gibt schon Locations, die haben gut. Es gibt auch schöne Locations mitten im Wald. Dann lass weitersuchen. Ja, okay, dann müssen wir das hier jetzt wieder abreißen. Ach. Hab ich gemacht. Ja, was denn? Ist doch so, oder nicht? Ja. Ja, scheiße, ich hab, mein Schildkröten-Dingsbums da. Aber Essen können wir erstmal machen. Boah, da hat jemand gammeliges Fleisch reingepackt. Ja, der Lurch gehört mir. Der Lurch gehört mir. Der hab ich gerade gejagt. Das ist meiner. Ah, huch. Kommt man nicht früher aus dem See trinken? Oder aus dem Teich? Ist anscheinend nicht gesund. Da kann man immer noch. Ja, heiß! Man kriegt zwar gut Schaden, aber trotzdem fehlt es das komplett das Trinken wieder auf. Was ist jetzt eigentlich mit der Bude dann drin? Ich hab gebrannt. Die lassen wir jetzt hier. Ich hab schon die ganze Zeit kaum noch Leben, Alter. Vor irgend so nimm doch Medizin. Hab doch Medizin am Anfang eingesammelt. Ja, das Flugzeug. War so eine... So kleine weiße Kapsel, also so... Dinger. Die sind unterm Rucksack. Tatsächlich hab ich keine. Okay, keine Medizin? Gott. Also ich weiß, dass sie ja da unter dem Rucksack sind, aber ich hab keine.
Ich hab noch welche, aber ich weiß nicht, ob ich. Ich kann die nicht droppen, leider. Tut mir leid. Wenn wir dann einen Schrank haben, kann ich sie dir geben. Also ich kann in den Schrank einpacken und den nimmst du raus. Lass das mal auf die andere Seite, so ein bisschen mehr darunter wieder, so in Richtung Wald dann gehen. Niki ist krank. Sam, bist du fertig? Wir ziehen weiter. Oh, ein Regenbogen. Da unten sind Zelte. Oh. Nee, den Berg runterläuft. Da ist ein Regenbogen. Ja, au, Richtung, Alter, Richtung Scheiße. Oh, Kacke. Oh, ich hab bestimmt das Bein gebrochen. Oh, Moment mal, Pillen reinstopfen, fertig ist. Ecstasy. Der kenn ich. Regelt. Oh, okay. Oh, geil, Clown. Hier ist tatsächlich gar nichts. Okay, so eine kleine Flaschen hier. Und irgend so ein Jesuskreuz ist hier. Ein Jesuskreuz? Ja, das könnt ihr aufheben. Dann guckt ihr euch das an und dann, ja, packt das ein. Uns heilig. Bierflaschen! Oh. Ey, hat noch was saufen, Alter, oder? Komm, Sam. Lass uns Stroh 80 geben. Oh, hier ist das. Ja, Kreuz. Hier ist eine Höhle. Und die Bibel ist hier auch. Hallo. Ich kann die nicht aufheben. Geht weg. Hey! Wer geht mit mir in die Höhle? Oh. Warte kurz, ich. Nein. Hab mal gelesen. Wer kommt mit? Okay. Ich komm mit. Ich nicht. Wo hast du das Jesuskreuz gefunden? Irgendwo am Zelt. Welchen? Ich glaub, das direkt am Fluss. Das ich fast hab da drin. Hochprozentiges Alkohol, ich kann daraus Molotovs machen. Boah, sieht das hier geil aus, Alter. Ich hab mich jetzt getan. Ganz viele Gedärme. Ich mach erstmal mir ein paar Molotovs. Komm auch mal rein, Niki. Alter, scheiß Fledermaus. Boah. Wartet kurz. Wartet noch nicht, ich komm gleich nach. Nee, ich hab kaum Leben, ich mach das nicht. Tut mir leid. Kann ja einmal Medizin gehen. Oh. Da stehen schon wieder Ureinwohnerhäuser. Oder was auch immer das für. Liebes Land. Niki, oh, Alter! Was ist denn jetzt? Der Fledermaus kam angeflogen. Ah. Ah, geil. Sieht aus wie Sackhaare. Oh, ich gehe hier wieder raus. Bäh. Nee, Niki. Das ist nichts für mein gutes Auge. Leute, ist hier gerade eine Bierflasche rumgeflogen? Oh, da hinten sind wieder Zelte. Also, Ureinwohnerzelte. Hab ich doch gesagt. Ich habe gerade die Zelte hier. Niki, kommst du wieder raus? Ja, ich komme. Bist du noch unter der Höhle? Oh ja, Tatsache. Fuck, ich brenne. Ich brenne. Die anderen sind schon weit. Lol. Die anderen sind schon weitergelaufen, ne? Nee, nicht ein bisschen wirklich. Aus der Höhle raus. So oben auf den Berg gegangen. Weiterlaufen würde ich das jetzt nicht mehr. Lol. Ich hab. Oh, hier ist ein Bambi gespawnt. Oh. Helfe mir das scheiß Ding da, was du bekommst. I love Boy. Travel ist hat einen T-Shirt hier an der hängt. Da, hier ist noch einer. Wow. Komm raus, Niki. Okay, gut, weiter geht's, bevor es wieder Abend wird. Bevor es dunkel wird. Und diese untoten Wichser kommen. Ah, nee, es sind keine Untoten, das sind ja Ureinwohner. Mhm. Schade. Mutanten oder was auch immer das ist. Keine Ahnung. Na, die Klippe. Soll ich gerade drunter schubsen? Ich weiß, dass du das wolltest. Sam? Leute, ich und Niki haben hier einen schönen Platz gefunden eigentlich. Kommst du her? Oder. Jo, komm mal. Oder Niki? Da kann man so nicht, sehen, wie nicht, man möchte. Nicht gerade groß, aber Leute, ist ja gar nicht mal so weit weg von uns. Also von da hinten. Wollen wir weiter reisen und erkunden? Weiter noch erkunden. Ja, Lizard. Seid ihr Obwohl, da? Ich finde das eigentlich hier echt schön. Okay, Sam habe ich gesehen. Wo ist Momo? Momo, wo bist du? Hier.
Hier. Achso, da. Okay, dann lass weiterlaufen. Keine Zeit verlieren. Ich hab leider bis jetzt noch kein Moos gesehen. Nee, Müll. So eine Klippe zu bauen ist eigentlich sehr von Vorteil aus, weil man keine Gefahren auf einer Seite hat. Man erspart sich sehr viel Mauer. Ja, aber die können von oben reinspringen. Das ist... Ja. Wie von oben reinspringen? Springen die von oben rein? Ja, tun sie. Wie von oben reinspringen? Ja, von oben kommen. Oh. Ist ja oben auch mal alles dann noch. Ja, da kann man ja das dann zumauern. Ja, dann ja, aber am Anfang nicht. Ja, aber wenn du woanders baust, ist es ja auch überall zu. Hm? Offen, weißt du? Außer bei der Treppe. Aber hier ist Schnee. Und Schnee natürlich ist kalt. Nicht. Kalt. Die Aussage von Jimmy war gerade richtig. Schnee ist kalt. Oh, you're cold and wet. What the fuck? Ich bin hier für eine Sekunde. Was war das? LOL, meine Farbe ist weg. Wildschwein nur. Oh, Tatsache. Ja, hier gibt's Wildschweine. Bekomm Schaden. Das Wildschwein greift mich. Es ist tot. Ich habe ein Wildschwein getötet. Na, wartet auf mich. Spangeln. Lois, mach kein Fell. Komm her. Ich habe eine Trophäe. I got you first. Ich habe eine Trophäe. Für das Steak gibt's das erste getötet. Okay, hier oben ist scheiße. Wir sind viel zu nah am Wintergebiet. Hier ist es kalt. Zu kalt. Du. Zu kalt für einen Asiaten. Ich will hier nicht wohnen. Tschüss. Muss ja so in tropische Gebiete. Ja. Auf geht's, bei Friends. Gerade fallen Reh vorbeigelaufen. Mhm. Nee, es ist in dir gespawnt. Alles klar. Mhm. Oh, schöne Bäume. Erstmal zerstören. Ist denn da vorne von der Herde? Also da vorne ist ein... das ist Büsche. Ach, hier machst du... Oh, das ist ja ganz woanders. Da sind Einwohner oben rechts. Der Übergang zum Schneebiom, Alter. Wie zwischen zwei Welten. Niki im Wunderland. Okay, hier ist scheiße. Ja, so langsam, ne? Und das sieht auch scheiße aus, finde ich. Lass mal wieder weg von dem scheiß Biom. Das ist kacke. Ich laufen wir gerade im Kreis, habe ich das Gefühl. Das wäre mir gleich wieder am Flug. Okay. Irgendwann wieder am Flug. Ich würde sagen, mehr Inland jetzt wieder. Naja. Aber das Inland geht dann so Richtung Berg. Hier ist es schon. Und da kamen wir quasi, ja. Ist doch scheißegal. Hauptsache nicht an diesem scheiß Schneebiom, weil es ist wie ein Dorn im Auge. Sieht kacke aus. Sieht echt kacke aus. Ich nicht. So. Lol, da ist jemand runtergefallen. Ja, Momo. Bin ich runtergefallen. Bin runtergesurft. Ich go. Hier ist ein Krokodil! Echt? Dann lauf mal, Dicky, dann lauf mal. Hier ist noch eins! Das ist Schnappi! Schnapp. Was machen Krokodile Schnappi, denn hier, Schnappi, Alter? Schnapp. Obwohl, hier ist eigentlich auch schön, weil die Berge sehen sehr schön aus. Also, weil hier sieht man ja noch nicht. Haben wir auch so einen großen See. Mhm. Ja, ich wäre eigentlich auch für hier. Vor allem, hier haben wir alle genug Platz. Und am Ende der Straße steht die siehst du gar nicht im Gras. Ah, hinter euch ist noch eins. Oh, ne? Lol. Ist gerade gespawnt. Große graue. Oh. Steine liegen auf dem da. Weg. Da. Die ist gar nicht. Noch eins. Oh ja. Oh ja, noch eins. Da. Oha. Du Scheiße. Ey, ich bleib hier nicht. Tut mal leid. Nee, hier ist ein Krokodil. LOL! Hier ist ein Dorfri. Hier ist ein Boner. Ja, es greift an. Das ist dein Bull. Achtung! Niki, weg! Krokodil! Flambiert. Ich helf dir. Vergewaltigt es. Hauptsache es ist instant meins. Tot, ey. Oh, den Kopf wollte ich behalten. Hat mir den Kopf geklaut. Omo. Du hast mir den Kopf geklaut. Ich hab mit abgehackt. Tschüss. Da hast du gar nicht, du hast nur einen Sack drauf gemacht. Du hast eine Leute. Nick da, Dicky. Oh. Nick ist tot. Alter, du bist instant tot, ne? Bei den Krokodilen? Ja. Da kommt noch eins, weg! Gott. Oh Gott, ich lebe noch! Lol, was? Was? Du hast wahrscheinlich wenig Leben. Weg! Das Ding ist scheiße. Gefährlich.
Vogel. Oha. Voll schnell, oh Gott, es bleibt mich immer noch. Wow. Momo, warte, ich hab einen Molotow, ich hab einen Molotow. Ich hab ihn abgeschlagen. Das ist ein Molotow einfach. Ja, ja, warte, warte, warte. Hab's getroffen. Ist tot. Hilfe. Dick. Männer, ich hab keine Schilde mehr. Ach, dankeschön. Kein Problem. Macht es tot. Oh, Krokodilleder. Meins. Das war meins. Ich hab es getötet. Das andere aber nicht, das hier lag gerade. Ja, ich hab's auch nicht bekommen. Ich hab zwei Geier draufgestürzt. Stell dich nicht so an. Gehört eh uns. Zehn zur Gemeinschaft. Jetzt fängt er wieder damit an, Alter. Ja, das ist sowieso sein Wort Nummer eins. Wieso ist es? Das ist alles unser. Ey, da hinten ist schön. Seht ihr die ganz vielen Bäume? Da steckt er sich dann das ganze Gold. Seht ihr ganz vielen Bäume da hinten? Versuch da abzulenken, damit du es vergessen. Ich weiß nicht, ich sehe nur Wald. Ja, da hinten, da ganz hinten ist ganz viel Wald. Da hinten waren wir, von da hinten kommen wir, ne? Nein. Da hinten, doch, du siehst doch da hinten das Haus. Und da hinten kamen wir. Wir sind da hinten hier vorhin über den Fluss gegangen. Also ich, irgendwo ja bauen da wo wie viel Holz ist und so viel Holz ist hier auch nicht. Die Map wirklich so klein. Okay, ich meine, das Schneebiom gibt's noch dazu, aber da kann man hier nicht hin. Doch, theoretisch schon. Ah, doch, hatten wir immer Feuer. Mit T-Shirt ist ja kacke. Es wird schon wieder abend, wir haben immer keine Location gefunden. Ja, ein neuer Abend bricht dann. Oh, alle drei gleich. Was? Dann auch nicht. Meins. Ob wir die neue Location finden? Suchen. Ja. Werden. Ach, ist das. Ey, das ist das Arschloch. Das ist das Arschloch. Wo? Oh. Da. Hier vorne. Wo? Oh. Hier vorne. Hier. Warte. Da, wo ich hinlaufe. Hier ist es. Was ist das da oben? Du komische Zelte. Ja, was für ein Arschloch. Seht ihr das da oben? Kennst du das Arschloch der Welt? Kommt mal her. Seht ihr das auch? Sam? Dreh ich mal um. Oh ja, Tatsache. Was ist denn das? Was steht denn da oben auf dem Berg? Sieht so ganz komisch aus. Was ist das, ach, das ist auch so. Erfahrt ihr im nächsten Eintrag im Tagebuch. Bis dann und ciao.